Wir kommen zur nächsten Nobelpreisträgerin, Sigrid Undset. Ich lese aus Olaf Auduns Sohn. Das ist 1925 erstmals erschienen. Olaf Auduns Sohn heiratet. Die Steinfinnssöhne nannten die Leute ein Geschlecht, das in den Gemeinden rings um den Mjössesee lebte zu der Zeit, da Harald Gilles Söhne in Norwegen herrschten. Damals saßen Männer dieses Geschlechtes auf großen Höfen in jedem Kirchspiel an den Ufern des Sees. In den Unfriedensjahren, die später über das Land kamen, dachten die Steinfinnssöhne hauptsächlich daran, ihren Besitz unbeschnitten und ihre Höfe unzerstört zu erhalten. Und sie waren so stark, dass ihnen dies meistens glückte. Ob nun die Birkebeiner oder einige der vielen gegnerischen Scharen im Oberland herrschten. Sie schienen sich nicht viel darum zu kümmern, wer schließlich in Norwegen König werden würde. Immerhin aber waren doch einige Männer der Sippe zuerst dem König Magnus Erlings Sohn und später Sigurd Markus Pflegesohn treu und gut gefolgt. Und Sverre und die Männer aus seinem Geschlecht unterstützten keinen von den Steinfinnssöhnen mehr, als sie gezwungen waren. Torre Steinfinns Sohn, der Alte, auf Hof und seine Söhne schlossen sich König Skule an. Als jedoch wieder Frieden ins Land kam, söhnten sie sich mit König Hakon aus. Aber von dieser Zeit an ging das Ansehen der Sippe ein wenig zurück. Es wurde jetzt ruhiger in den Gemeinden und Recht und Gesetz galten wieder mehr unter den Leuten. Nun gewannen jene Männer die meiste Macht, die Beauftragte des Königs waren oder zum Königsgefolge gehört und das Vertrauen des Herrschers gewonnen hatten. Die Steinfinns Söhne aber blieben daheim auf ihren Höfen und begnügten sich damit, ihre eigenen Güter zu verwalten. Noch war es ein Geschlecht von reichen Männern. Die Steinfinns Söhne waren die letzten Großen gewesen, die im Oberland Sklaven besessen hatten. Und sie nahmen auch weiterhin die Nachkommen der Freigewordenen als Dienstleute und Pachtbauern für ihre Güter an. Die Leute in den Gemeinden sagten untereinander, die Steinfinns Söhne seien ein herrschsüchtiger Menschenschlag. Sie waren jedoch vernünftig genug, ihre Untergebenen so zu wählen, dass sie leicht über sie herrschen konnten. Die Männer ihrer Sippe galten nicht für die Klügsten, aber dumm konnten sie trotzdem nicht genannt werden, hatten sie doch genügend Verstand gezeigt, als es galt, ihre Güter zu bewahren. Und sie waren keine übergestrengen Herren gegen Geringere, sofern nur keiner es wagte, sich aufzulehnen. Aber 2 Jahre, ehe König Hakon der Alte starb, sandte Tore, der jüngere Tores Sohn auf Hof, seinen jüngsten Sohn, Steinfinn, zum Königsgefolge. Dieser war damals 18 Jahre alt, ein gut gewachsener und schöner Mann, aber es war mit ihm wie mit seinen Verwandten. Die Leute kannten sie an ihren Pferden und ihren Kleidern und Waffen und Schmuckstücken. Hätte man jedoch Jung Steinfinn in einen groben Bauernkittel gesteckt, so wäre es manchem, der ihn den Abend zuvor bei den Bierschalen seinen Kumpan und lieben Freund genannt hatte, schwer gefallen, ihn wiederzuerkennen. Die Steinfinnsöhne waren meist schöne Männer. Sie glichen jedoch der ganzen Kirchengemeinde, so hieß es. Und von diesem Steinfinn sagten seine Genossen, sein Verstand sei zwar nicht gering, aber doch viel kleiner als sein Hochmut. Nun war Steinfinn in Björkvin und dort begegnete er einer Jungfrau, Ingebjörg Jons Tochter, die am Königshof bei der Königin Ingebjörg lebte. Sie und Steinfinn fassten Zuneigung zueinander
und er ließ bei ihrem Vater um sie werben. John antwortete, die Tochter sei bereits Matthias Haralds Sohn, dem getreuen und lieben Freund des jungen Königs Magnus anverlobt. Steinfinn jedoch vermochte nicht zu begreifen, dass er eine ernstliche Absage erhalten könnte, wenn er warb. Er kam mehrere Male wieder, gewann sogar Männer des Rates und schließlich Königin Ingeborg selber dazu, für ihn zu sprechen. Es nützte nichts, denn John Pahls Sohn wollte sein Matthias gegebenes Wort nicht brechen. Steinfinn begleitete König Hakon auf seinem letzten Zug westlich über das Meer. Im Kampf bei Larx erwarb er sich großen Ruhm um seiner Tapferkeit willen. Während der König in Kirkevaag krank lag, hatte Steinfinn oft die Nachtwache bei ihm, und er selber meinte zumindest, dass König Hakon ihm in diesen Stunden große Gunst bezeigt habe. Den Sommer darauf war Steinfinn wieder in Björkvin. Und eines schönen Morgens, gleich nach der Jonsmesse, als einige der Jungfrauen der Königin von Nonneseter kamen und zum Königshof hinausgingen, begegneten sie Steinfinn und seinem Knappen, die durch die Straße geritten kamen. Sie führten ein schönes Pferd am Zügel und Steinfinn sagte, er habe es an diesem Morgen gekauft, so wie sie es hier sehen, mit Frauensattel und Zaumzeug. Er begrüßte die Jungfrauen höfisch und mit sanftem Scherz und wollte sie dazu überreden, sein Pferd zu erproben. So gingen sie allesamt auf eine Wiese und vergnügten sich eine Weile lang. Als aber Ingeborg Jons Tochter im Sattel saß, sagte Steinfinn, sie solle im Sattel bleiben und zum Königshof heimreiten, er würde sie begleiten. Das Nächste, was man von diesen beiden erfuhr, war, dass sie über Fors gekommen und ins Gebirge hinaufgeritten waren. Schließlich langten sie auf Hof ein. Tore schien anfangs entrüstet über die Untat seines Sohnes, später jedoch gab er ihm einen Hof, Fretterstein, der abseits in der Waldgemeinde oben lag. Dort lebte Steinfinn mit Ingeborg, Jons Tochter, als wären sie rechtlich verheiratete Eheleute, und er lud die vornehmsten Gäste zum Kindsbier ein, als Ingeborg ihm im darauffolgenden Frühjahr eine Tochter gebar. Keiner fügte ihm etwas zu. Weder wegen des Frauenraubes noch wegen seiner Flucht aus dem Königsgefolge. Die Leute sagten, dies habe er der Königin Ingeborg zu verdanken. Und schließlich gelang es der Königin, die beiden jungen Menschen mit John Pahls Sohn auszusöhnen. Er gab Steinfinn seine Tochter zur Ehe und richtete deren Hochzeit auf dem Königshof in Oslo aus, wo er zur selben Zeit Burghauptmann war. Ingeborg erwartete damals das dritte Kind. Aber weder sie noch Steinfinn erwiesen John die geziemende Demut oder dankten ihm für sein väterliches Erbarmen so, wie es sich gehört hätte. Steinfinn gab seinem Schwiegervater und den Verwandten seiner Frau kostbare Geschenke. Im Übrigen aber waren sowohl er wie seine Frau sehr hochmütig und taten, als hätten sie auch vorher schon gut gelebt und die gleichen Ehren genossen, und als hätten sie es nie nötig gehabt, sich klein und gering zu machen, um ihre Lebensumstände zu verbessern. Sie hatten ihre älteste Tochter, Ingun, mit auf die Hochzeit gebracht, und Steinfinn tanzte mit ihr auf dem Arm und zeigte sie allen Leuten. Sie war 3 Jahre alt, und die Eltern waren über alle Maßen stolz auf dieses schöne Kind. Aber ihr erster Sohn, den Ingeborg gleich nach der Hochzeit erhielt, starb. Und nach ihm brachte sie totgeborene Zwillinge zur Welt. Es waren Knaben gewesen.
Da beugten die beiden ihr Knie vor John Pahls Sohn und baten ihn von Herzen um Verzeihung. Danach bekam Ingeborg zwei Söhne, die lebten. Sie wurde immer schöner mit jedem Jahr, das verstrich. Sie und Steinfinn lebten zärtlich miteinander, führten ein reiches Haus und waren froh und übermütig. Einen Mann gab es, an den niemand zu denken schien. Matthias Haralds Sohn, Ingebjörgs rechter Bräutigam, den sie verraten hatte. Er fuhr um die Zeit, da Steinfinns Hochzeit stattfand, ins Ausland und blieb mehrere Jahre fort. Matthias war ein kleiner und hässlicher Mann, aber mutig, harten Sinnes und sehr reich. Man wusste nicht, wie er über den Treubruch dachte. Steinfinn und Ingeborg waren etwa 7 Jahre verheiratet und ihre Töchter Ingun und Thora waren 10 und 8 Winter alt, die Söhne jedoch noch ganz klein. Da kam Matthias Haralds Sohn eines Nachts mit einer Schar von Männern nach Fretterstein. Es war zur Zeit der Heuernte und ein großer Teil des Hausgesindes übernachtete bei den weit entfernten Wiesen. Die Leute, die auf dem Hof waren, wurden überrannt, während sie im Schlaf lagen. Steinfinn erwachte erst, als er aus dem Bett gerissen wurde, in dem er mit seinem Weibe schlief. Der Sommer war heiß in diesem Jahr, so dass die Leute nackt im Bett lagen. So bloß, wie seine Mutter ihn zur Welt gebracht hatte, war Steinfinn, als er gebunden dastand und von 3 Männern an seinem eigenen Tischende festgehalten wurde. Ingebjörg, die Hausfrau, wehrte sich wie ein wildes Tier mit Nägeln und Zähnen, als Matthias die Decke um sie schlang, sie aus dem Bett hob und auf seine Knie setzte. Matthias sagte zu Steinfinn: »Jetzt könnte ich die Rache nehmen, die ihr beide verdient. Und du, Steinfinn, solltest dabei stehen, ein gefesselter Mann, der sein Weib nicht zu schützen vermag. Wollte ich die nehmen, die für mich ausersehen war und niemals für dich? Aber ich scheue mich mehr, Gottes Gesetz zu verletzen, und ich achte mehr auf Ehre und Sitte, als du es tatest. Nun will ich dich also damit züchtigen, Steinfinn, dass du dein Weib ungekränkt zurückerhalten sollst, durch meine Gnade. Und du, meine Ingebjörg, lebe weiterhin mit deinem Mann und verbleibt in vollem Glück, alle beide. Nach dieser Nacht, denke ich, werdet ihr mir immer danken, jedes Mal, wenn ihr euch in Wonne und Freude umarmt«, sagte er und lachte laut. Er küsste die Hausfrau und legte sie ins Bett zurück, sagte dann zu seinen Männern, nun wollten sie fortreiten. Dann wandte er sich an Steinfinn. Steinfinn hatte kein Wort gesagt, und als er begriff, dass er sich nicht losreißen konnte, stand er still da, jedoch mit dunkelrotem Gesicht, und er verwandte keinen Blick von Matthias. Der andere trat dicht an ihn heran. »Hast du nicht so viel Grazie, Mann, dass du Verstand genug besitzest, mir für die Gnade zu danken, die ich dir heute Nacht erwies?«, fragte Matthias lachend. »Sei sicher, dass ich dir danken werde«, erwiderte Steinfinn, »wenn Gott mir das Leben vergönnt.« Matthias trug einen Kittel mit langen, geschlitzten Ärmeln und mit Quasten an den Zipfeln der Ärmel. Jetzt nahm er einen solchen Zipfel in die Hand und schlug Steinfinn damit leicht ins Gesicht, während er noch lauter lachte. Plötzlich jedoch stieß er dem gebundenen Mann die geballte Faust ins Gesicht, so dass Steinfinn das Blut aus Mund und Nase drang. Dann ging er mit seinen Männern hinaus. Olaf, Auduns Sohn, Steinfinns Pflegesohn, ein Knabe von 11 Jahren, sprang hinzu und zerschnitt Steinfinns Fesseln. Den Knaben, Steinfinns Kinder und deren Kindsmägde hatten einige Männer in den Vorraum hinausgeschleppt und dort festgehalten, während Matthias mit seiner ungetreuen Verlobten und deren Mann in der Stube redete.
Steinfinn riss einen Speer an sich und, nackt wie er war, rannte er Matthias und seinen Männern nach, die den steilen Hang hinunterritten, quer durch den Acker, lachend und höhnend. Steinfinn schleuderte den Speer, traf jedoch nicht. Unterdessen lief der Knabe Olaf zur Knechtestube und zum Stall hinüber, ließ das Gesinde heraus, das dort eingesperrt war, während Steinfinn ins Haus zurückkehrte, sich anzog und seine Waffen ergriff. Doch wäre es vergeblich gewesen, Matthias nachzusetzen, denn auf Fretterstein waren zurzeit nur 3 Pferde, die draußen auf der Weide gingen. Trotzdem ritt Steinfinn sogleich fort. Er wollte seinen Vater und seine Brüder aufsuchen. Noch während er sich ankleidete, hatte er allein mit seiner Frau gesprochen. Sie begleitete ihn hinaus, als er zum Fortgehen bereit war. Und jetzt verkündete Steinfinn seinem Gesinde, dass er nicht mehr bei seinem Weib schlafen wolle, ehe er die Schande ausgelöscht habe und kein Mann mehr sagen könne, er besitze sein Weib durch Matthias Haraldssohns Gnade. Dann ritt er fort, die Hausfrau aber begab sich in eine alte Hütte, die auf dem Hof stand, und schloss sich dort ein. Das Gesinde, Männer und Frauen, strömte nun in die Halle herein und begann zu fragen und zu forschen. Sie fragten Olaf aus. Er saß halb angezogen auf dem Rand des Bettes, in das Steinfinns weinende Töchter gekrochen waren. Sie versuchten, die beiden kleinen Mädchen auszuforschen und die Amme von Steinfinns jüngstem Sohn. Aber keines von diesen vermochte etwas zu erklären. Und so gab das Gesinde das Fragen allmählich auf und ging hinaus. Der Knabe saß in der dunklen Stube und lauschte Inguns heftigem Schluchzen. Dann kroch er ins Bett und legte sich an ihre Seite. Verlass dich darauf, dass dein Vater sich schon rächen wird. Er wird es tun, das darfst du gewiss glauben. Und ich werde mit dabei sein, denke ich, und zeigen, dass Steinfinn wenigstens Verwandte hat, wenn auch seine Söhne noch nicht waffentüchtig sind. Es war das erste Mal, dass Olaf wagte, ganz offen von diesem Verlöbnis zu sprechen, das seinerzeit für ihn und Ingon abgeschlossen wurde, als sie noch klein waren. In der ersten Zeit, in der er auf Fretterstein lebte, war es vorgekommen, dass das Gesinde darüber redete und die Kinder um ihre Verlobung willen neckte. Da aber wurde Ingun stets sehr zornig. Einmal lief sie zu ihrem Vater und beklagte sich, und er wurde böse und verbot seinen Leuten, solches zu reden. Verbot es so heftig, dass dem einen oder anderen sogar der Gedanke kam, ob Steinfinn nicht vielleicht seinen Handel mit Olafs Vater bereue. In dieser Nacht fasste Ingun Olafs Worte, die sie an ihr Verhältnis zueinander erinnerten, so auf, dass sie sich dichter an den Knaben schmiegte und in seinen Arm weinte, bis Olafs Hemdsärmel vollkommen durchnässt war. Von dieser Nacht an wurde das Leben auf Fretterstein sehr viel anders, als es vorher gewesen war. Der Vater und die Brüder Steinfinns rieten diesem, den Rechtsweg gegen Matthias Haraldssohn zu beschreiten. Steinfinn jedoch sagte, er wolle selbst darüber urteilen, wie viel seine Ehre wert sei. Matthias aber war ohne Aufenthalt zu seinem Hof in Borgegau heimgezogen, auf dem er wohnte. Und im Frühjahr darauf begab er sich auf eine Pilgerfahrt ins Ausland. Als man jedoch dies erfuhr und als bekannt wurde, wie Steinfinn Tores Sohn sich gräme, so dass er ganz menschenscheu wurde, und als man hörte, dass er nicht mehr mit seinem Weib zusammenleben wolle, wurde gar vielerlei gesagt über die Rache, die Matthias an seiner ungetreuen Verlobten genommen hatte. Obwohl Matthias und seine Leute die Tat nicht anders erzählten, als sie von Fretterstein aus geschildert wurde, kam es doch so,
dass man immer schlimmere Dinge darüber wissen wollte, wie Matthias und Steinfinn umgegangen sei, je weiter die Gerüchte sich im Lande verbreiteten. Es wurde auch ein Lied auf diese Ereignisse gedichtet, das alles so schilderte, wie die Leute glaubten, dass es sich zugetragen habe. Eines Abends, als Steinfinn mit seinen Männern beim Trinken saß, es war 3 Jahre später, fragte er, ob einer unter ihnen sei, der ihm das Lied über ihn vortragen könne. Zuerst taten alle Knechte so, als wüssten sie nichts von einem Lied. Als jedoch Steinfinn dem ein großes Geschenk versprach, der ihm seinen Tanz vorsingen könne, zeigte es sich, dass das ganze Gesinde ihn kannte. Steinfinn hörte bis zum Ende zu. Von Zeit zu Zeit bleckte er die Zähne in einer Art von Lächeln. Gleich darauf ging er zu Bett, zusammen mit seinem Halbbruder Kolbein Tores Sohn, und die Leute hörten, dass die beiden noch fast bis Mitternacht in dem Wandbett lagen und über diese Sache sprachen.